Nee, er kann halt nicht Auto fahren. Jetzt soll er so stehen bleiben. Mhm. Bleib stehen. Nein. Nee, er kann noch. Meinst du, der kann noch mal auf den Stützen zurück? Er soll stehen bleiben und gut ist. Falk. Lass ihn doch einfach stehen. Mein Bus? Ja, ich passe schon auf deinen Bus auf. Er soll ja einfach nur stehen bleiben. Mhm. Ah gut. Einmal alle Spiegel niedergemäht. Ja, das ist... Shit, kein Platz mehr hier. Wenn es so frei bleibt, ist es ja, das passt natürlich nicht. Schulter, das ist ein Platz hier. Könnt ihr die Zelte aufbauen? Ja. Ah ja. Wird noch ein bisschen voller. Nee, nee. So. Ist aber okay, sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Ja, geil, da gibt es eine Tipp. Danke, danke. Oh. Aber das wäre. Ja. Das letzte Mal weiter mit der Beine. Eigentlich steht noch irgendwas Sinnloses. Oh, nee. Fahren wir jetzt so hoch wie ich. Ja, ich versuche das jetzt mal auf deiner Art. Mach mal. Ich weiß zwar nicht, so genau, wie du das jetzt gerne hättest, wenn ich hier so hingucke, aber... Und da hoch und da hoch. Ja, ja. Also du machst es doch wieder anders. Nein, ich fahr doch da hoch. Aber ich muss noch... Du bist ja hier der... Dominik bin ich. Dominik, woher kommt ihr? Kann ich nur sagen, aus welchem? Wir sind aus Ilmenau. Wir sind so eine Gruppe an der TU. Und machen da selber kleine Musikveranstaltungen. Ach so? Ja, ja. Ilmenau und TU, ist ja. Genau, die Technische Uni, genau. Und da sind wir ein Verein und wir sind jetzt hier als Helfer angereist für dieses Festival. Ihr helft hier mit? Wir helfen hier mit. Wir haben die Chillout-Area gestaltet und designt. Ja. Wir hoffen, den Leuten macht Spaß. Wir haben ein bisschen was Interessantes hingebaut. Ja, ja. Was die Leute exploren können und wo sie hoffentlich ein bisschen Spaß mit haben. Du bist ja hier nach den Haaren gucken, ich dachte, was hier. Ja. Woher kommst du? Hey, ich bin auch aus Ilmenau, ich bin ein Kumpel von ihm. Ich bin auch von der musikalischen Freiluftkultur in Ilmenau. Wir sind die, die Chillout Area gestartet haben. Ja? Ja, wir sind auch ein kleines Kollektiv, die Freude haben, elektronische Tanzmusik zu unterstützen. Ja. Und fetzt auf jeden Fall. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns sehr. Wir sind jetzt gerade auf dem Keep Yourself Festival, den 10-Jährigen und leider den letzten. Hoffentlich nicht, aber sieht so aus. Vorerst. Ich denke auch mal, das ist nicht das letzte Mal. Die werden vielleicht einen anderen Platz suchen. Irgendwie. Das wäre natürlich aber schön. Aber ein sehr schöner Ort hier, ne? Ja, mit den Hügeln und den Bäumen. Warst du hier vorher? Nee, ich war hier noch nie. Noch nie? Und bin zum ersten Mal hier. Wie bist du darauf gekommen? Durch Julia. Ah ja. Und du? Ich auch durch Julia. Also so Mundpropaganda, einer erzählt vom anderen, haben auch mit die Leipziger erzählt hier. Genau. Die haben das da gehört und fahren jetzt hierher. Ja, ich glaube, so ist es meistens, dass alle kennen sich irgendwie, oder? Mhm. Was denkt ihr? Ja, ist hier. Könnt ihr auch mit dem Handy aufladen, das Gespräch für euch hier. Könnt ihr euch dann mal angucken. Ja, wir sind ja auch das allererste Mal und freuen uns hier zu sein. Und es ist auch irgendwie ein bisschen besonderer, das Festival als andere, weil es hier nicht nur eine Wiese gibt, sondern auch einfach schönes Gebirge, Bäume, Pflanzen. Ja, ja. Schön hier, sehr schön. Und es ist schön, auch diese Natur hier kennenzulernen. Ich denke auch, wer hier wohnt, hat Glück. Mhm. Hat Glück. Und woher kamst du? Hast du jetzt auch aus Leipzig? Auch aus Leipzig, genau. Wir sind hier die Leipziger Gruppe. Die Berliner sind doch auch cool, ne? Ja, durchwachsen, ne? Okay, das werde ich vielleicht rausschneiden. Ich habe so ein paar Berliner. Besser ausschneiden. Wird schön. Wir haben Bock auf die Workshops, wir haben Bock auf die Musik. Wir haben Bock auf 3 Tage. Da gibt es richtig viele Workshops. Blumenkränze kann man basteln. Hab oh, das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ja. Ja. Und das war wirklich schön. So Anstecker. Ja. Und es ist richtig schön, in der Natur zu sein gleichzeitig. Weil ich finde, alle wirklich achten drauf, dass die Natur auch geschützt ist währenddessen, die Spaß haben.
Und man sieht auch einfach, wie viel Mühe sich die ganzen VeranstalterInnen sich hier gegeben haben. Ja, ja, das ist richtig. Muss man auch sagen, muss man sagen. Das ist alles mit Liebe gemacht. Muss man auch sagen. Es ist auch schön, dass es so klein ist, so gemütlich, ja, so familiär. Ja, das stimmt.